Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch eine neue Minecraft-Version vor. Und zwar die 18W50A. Mit sehr vielen neuen Änderungen und neuen Blöcken, die ihr hier alle seht. Also gut, zuerst fangen wir mal mit den ganzen Tables hier an. Also, es gibt einen Stonecutter, der hat bisher noch keine Funktion. Ich vermute, dass man damit Stein schneiden kann dann später. Ein Smithing Table, der hat auch noch keine Funktion. Aber der Grindstone hier, der hat bereits eine. To Repair und Disenchant. Das heißt, du kannst damit Items reparieren. Wenn ich jetzt ein zweites Diamantschwert nehme und da reinpacke, dann kann ich es reparieren. Jetzt denkt ihr euch, für was ist das denn? Man kann das doch bestimmt im Inventar auch machen. Funktion wurde rausgenommen. Man kann im Inventar nichts mehr kombinieren. Im Amboss geht es, glaube ich, auch nicht mehr. Man muss jetzt den Grindstone dafür benutzen. Als nächstes kommt der Fletching Table, der hat auch noch keine Funktion. Dann der Kartoffelgriffy Table, der hat auch noch nichts. Aber der Blast Furnace, der hat bereits eine. Und zwar die Funktion von Blast Furnace ist, dass dort wesentlich schneller Erze gebraten werden als in einem normalen Ofen. Stelle ich mal hier einen Ofen auf mit, ich vergesse die ganze Zeit, dass es auf Englisch ist, mit hier Kohleblöcken und Iron. So, packe ich hier mal einen Stack, halben Stack rein und hier unten mal. Hier unten geht's wesentlich schneller. Wir haben jetzt schon Eisenball, während es hier noch dabei ist. Das heißt, das hier ist ungefähr doppelt so schnell, der Blast Furnace. Und nicht dann sogar dreimal so schnell. Dann als nächstes der Smoker. Der Smoker verbrennt Essen schneller als der Ofen. Das kann ich euch ja mal zeigen hier. So. Ja, ist glaube ich genauso schnell wie der Blast Furnace. Okay, dann teste ich mal aus, kann man darin auch Erze schmelzen? Na, okay, man kann nur Essen drin machen. Ja, als nächstes Barrel, da kann man alles mögliche reintun. Das ist einfach nur ein Lagerding. Neben der Kiste halt. Den Doom, den kennt ihr schon von meinem letzten Video. Dann, es gibt hier so eine Laterne, die kann man aufhängen. Glaube ich. Ne, kann man nur hinstellen. Ist auf jeden Fall eine Fackel, also besser als eine Fackel, sieht besser aus. Herstellen-Set. Okay. Dann gibt es jetzt neue Schilder. Und zwar in jeder Farbe. Also jede Holzart hat jetzt sein eigenes Schild. Und das Besondere ist, das steht zwar jetzt schwarz auf, ja, schwarz, das ist nicht rot, aber dass man das färben kann. Zum Beispiel weiß. Oder einfach mal in grün. Man kann das in jede Farbe ändern. So, dann als nächstes Scaffolding. Also Gerüstblöcke. Die kann man gut zum Bauen benutzen, statt immer Erdblöcke zu benutzen. Denn das Besondere an denen ist, man kann einfach auf den untersten Block hier drücken. Also nicht da, sondern da. Und dann stackt es sich nach oben. Also das kann man überall machen, auch hier oben. Und man kann das alles mit einem Schlag abbauen. So. Als nächstes haben wir sehr viele neue Blumen. Also nicht viele, aber drei. Einmal Lily of the Valley, Cornflower und Wither Rose. Die Wither Rose hat auch einen speziellen Effekt. Wenn man jetzt im Survival Mode ist und über diese Blume läuft, bekommt man einen Wither Effekt. Dann gibt es noch so Glocken hier. Die kann man drücken und ja. Dann gibt es auch neue Mobs. Es gibt noch ein neues Item, und zwar der Lectern. Also ich vermute, dass man da
Buch später drauf tun kann, also sieht zumindest so aus. Bisher hat es noch keine Funktion. Dann gibt es noch eine weitere Änderung, und zwar gibt es jetzt auch sehr viele neue Zäune und Halbstufen. Also, wie ihr hier seht, sehr viele neue Slabs. Also, ja, eigentlich von allem was. Hier unten vor allem. Hier gibt es auch viel mehr Treppen inzwischen. Also hier auch so Diorit, Einsteinmauer. Also ja, gefällt mir eigentlich recht gut. Es gibt neue Mobs, und zwar den Villager. Pillager. Die sind neu mit dem Update dazu gekommen. Und wie ihr seht, haben die auch eine Armbrust. Die kann man auch haben. Ich weiß gerade noch nicht, wie die heißt. Ist wahrscheinlich hier unten irgendwo. Ja, genau, hier Crossbow. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch den letztes Mal schon gezeigt habe. Auf jeden Fall ist der eigentlich recht gut. Und diese Pillager, die können auch jetzt Dörfer ausrauben. Und es können zufällig in der Welt auch so Türme spawnen von denen. Und ja, ich suche mal kurz ein Dorf. Sorry, dass ich nicht mehr erzählt habe da. Also nicht mehr vorgestellt habe. Aber OBS hat irgendwie nicht richtig aufgenommen, das Schluss und Anfang auch nicht. Also 10 Minuten ungefähr an Videomaterial ging verloren dadurch. Also da war die ganze Zeit nur Standbild. Man hat mich zwar gehört, aber ja, ich glaube, das interessiert niemanden, wenn da die ganze Zeit nur Standbild ist. Ich werde mal anders ein weiteres Vorstellungsvideo machen. Und ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Abonnieren nicht vergessen und tschö.